Hallo und willkommen zu Kurzgeschichte, dem Videoprojekt, in dem es immer ganz kurz um Geschichte geht. Mein Name ist Raphael und heute geht es um ein Ereignis, das die Menschen in ihrem Fortschrittsglauben, aber auch in religiösen Dingen ziemlich erschüttert hat. Es geht um das Erdbeben von Lissabon. Am Morgen des 1. November 1755 ereignete sich vor Lissabon ein Erd- und Seebeben. Heute würde man sagen, auf der Richterskala 8,5. Aber damals wusste man noch sehr wenig über Erdbeben. Drei schwere Erdstöße zerstörten zahlreiche Gebäude und waren weithin spürbar. Aber damit nicht genug. Auf dem Meer bildete sich eine gewaltige Welle und überspülte die niedrigeren Stadtteile. Viele Gebäude wurden durch Feuer zerstört, denn die eingestürzten Gebäude hatten ja immer noch die Herdfeuer an und damit entbrannten immer wieder neue Brände, sodass die ganze Stadt innerhalb von Tagen völlig unbewohnbar war. Über 30.000 Menschen starben in diesem Inferno. Viele Menschen dabei in der Kirche, denn am 1. November waren natürlich viele zu den Allerheiligenfeiern gegangen. Die Nachricht verbreitete sich in ganz Europa. Viele boten ihre Solidarität an, andere waren von diesem Naturschauspiel begeistert. Es überwog aber die geistige Diskussion. Lissabon, die katholische Stadt am Morgen des Allerheiligen, zerstört. Das konnte kein Zufall sein. Viele suchten aber auch ganz naturwissenschaftliche Erklärungen für den Untergang. Letztlich stand die Frage im Raum, wie und ob man das neue Lissabon aufbauen wollte. Es war gleichzeitig ein Wachrütteln für die portugiesische Gesellschaft, einmal sich auch aufklärerischen Gedanken zu öffnen. Und diese Gedanken flossen nun in die Architektur der neuen Stadt. Es gab gerade Straßen, es gab große Plätze, es gab Gärten und nicht dieses Zickzackmuster, wie es in der mittelalterlichen Stadt noch war. Das findet sich auch heute noch in Lissabon, übrigens eine sehr schöne Stadt. Das aber war's für Kurzgeschichte für heute. Ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Dann Daumen hoch, abonnieren, teilt es mit anderen und wir sehen uns kurz nach Weihnachten nächste Woche. Bis dahin, tschüss.